Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Anna empfängt eine Botschaft am 26.01.2018 vor dem Allerheiligsten in der Hauskirche in Göttingen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am 26. Januar 2018, knie ich flehend, deinem Allerheiligsten, und bitte den ganzen Himmel um Hilfe und Aufklärung meines Problems. Anna, liebster himmlischer Vater, ich komme heute in meinem Anliegen zu dir und bitte um deine Hilfe. Du hast mir gesagt, dass ich zu dir kommen soll, wenn ich in großer Not bin. Diese Botschaft soll ins Internet gestellt werden, damit viele erfahren, wie ich, der himmlische Vater, meinen Kindern, die mich anrufen, helfe. Ich will allen ein liebender und fürsorglicher Vater sein. Du hast mich gerufen und mir diese Aufgabe gestellt. Manchmal fühle ich mich berufen und manchmal erscheint sie mir zu schwer. Ich weiß, dass du immer der große, unerforschliche und gewaltige himmlische Vater in der Dreieinigkeit bleibst und ich dein kleines Nichts. Heute trete ich wieder mit meinem großen Problem vor dich hin, weil ich nicht weiter weiß. Niemand als du kann mich verstehen und mir helfen. Ich weiß aber auch, dass du mich immer wieder angehört hast und mich auch nie allein gelassen hast. Menschlich ist dieses Problem nicht zu lösen, denn mir werden die Türen erneut zugeschlagen. Es öffnet sich keine neue Tür und ich weiß nicht weiter. Du wirst eine Lösung haben. Ganz sicher wirst du es anders lösen, als ich es vermute. Ich kenne weder die Vergangenheit noch die Zukunft und werde es ganz anders beurteilen. Du weißt genau, wie es um deine Tochter Katharina steht. Seit fast 4 Wochen durften wir sie nicht mehr besuchen, denn man hat uns erneut ein Hausverbot verhängt. Aus unerfindlichen Gründen dürfen wir das Seniorenheim Phoenix in Göttingen, wo deine Tochter Katharina gepflegt wird, nicht mehr betreten. Man geht mit bösartigen und arglistigen Schritten gegen uns vor, um uns die Wahrheit vorzuenthalten. Die Lüge wird zur Wahrheit gemacht, um uns zu täuschen. Auch der Rechtsbeistand steht mir nicht zur Seite. Alle Versuche scheitern, denn man will mich nicht verstehen. Dein geliebter Priestersohn darf die Sakramente deiner geliebten Tochter nicht spenden, obwohl du ihm den priesterlichen Ausweis ermöglicht hast. Deine geliebte Tochter Katharina hat große Schmerzen. Du hast ihr diese schwere Krankheit zugemutet, um für ihre 4 Kinder Sühne zu leisten, die sich nie um ihre Mutter gekümmert haben. Du weißt, liebster Vater, wie deine Tochter Katharina als Mutter leidet. Bitte stehe ihr zur Seite und gib ihr deinen Trost. Du weißt, wie man in diesem Heim mit unmenschlichen Methoden vorgeht. Man hat das Gefühl für den Nächsten aus dem Kopf gestrichen. Du, lieber Vater, verlangst nun sehr viel und sicher kann ich dich nicht verstehen. Ich weiß, liebster himmlischer Vater, es gehört zur Christenverfolgung hinzu. Niemand kann ermessen, wie schwer es mir fällt, dass ich meine langjährige Freundin in ihrer schweren Krebskrankheit auf ihrem letzten Weg nicht begleiten darf. Ich weine mich in den Schlaf und kann vieles nicht verstehen, was du von mir wünschst. Ich möchte deinen Willen erfüllen. Doch ich spüre meine Schwachheit und Unfähigkeit. Bitte hilf mir, dass ich nicht der List des Bösen erliege.
Bis jetzt bin ich deinem Willen gefolgt und vom wahren Weg nicht abgewichen. Das möchte ich auch weiterhin nicht. Ich weiß, du regelst immer alles nach deinem Ermessen. Ich bin mir aber auch sicher, dass du alles geschehen lässt, was ich als dein kleines Nichts nicht verstehen kann. Lass mich bitte nicht allein, sondern bleibe bei mir in dieser Dunkelheit der Tage. Ich benötige dein Licht. Liebster himmlischer Vater, du bist das wahre Licht der Welt. Dort, wo du bist, ist das wahre Licht, das Licht der Erkenntnis. Lasse mich geduldiger werden. Wenn auch viele Feinde mich umgeben, so möchte ich für diese beten, denn du sagst, dass du niemanden in die ewigen Abgründe sinken lassen wirst. Du möchtest alle retten. Für ewig verloren gehen ist so grausam, dass ich es mir nicht vorstellen möchte. Ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch und ich habe viele Fehler gemacht. Alles tut mir unendlich leid. Wie oft habe ich dich beleidigt und du warst traurig über mich? Bitte verzeih mir. Ich möchte dich lieben und es dir beweisen. Ich bitte dich, hilf mir, denn ohne dich bin ich unendlich schwach. Mit dir, liebster Vater, kann ich die größten Hürden überspringen. Im Augenblick möchte ich aufgeben, denn ich spüre die menschliche Ohnmacht. Du hast versprochen, wenn meine Kraft erlahmt, dann setzt deine Kraft ein. Mit dieser Hoffnung beseelt, werfe ich mich an dein vor Liebe glühendes Herz. Liebste himmlische Mutter, zeige dich als meine Mutter, die fürsorglich auf mich schaut. Wer zu dir fleht, wird nie unerhört bleiben. Auch dir habe ich mein Herz ausgeschüttet. Du bist immer meine Mutter gewesen. In der Not habe ich mich bereits als kleines Kind an dich gewandt. Auch heute fühle ich mich wie ein kleines Kind und flehe um deine Hilfe. Liebste Mutter, erhöre mein Flehen. Ihr, meine himmlische Heerschar, steht mir zur Seite. Auch auf eure Hilfe darf ich vertrauen. Heiliger Josef, du mein Tröster, in der größten Not, wie oft habe ich dich angerufen und wie oft durfte ich deine Hilfe erfahren. Ich danke euch allen für die erbetene Gnade. Ich kann nicht genug danken. Danken möchte ich für die vielen heiligen Opfermessen in unserer Hauskirche. Dank sagen möchte ich auch für diesen vorbildlichen Seelenführer, den du mir in den vielen Jahren zur Seite gestellt hast. Sicherlich habe ich das Danken in der letzten Zeit verlernt. Immer war die Arbeit vorrangig, da überaus viel zu tun war und ich keine Zeit für dich erübrigen konnte. Deine Botschaften, liebster Vater, waren mir immer wichtig. Ich gebe mir die größte Mühe, alles in deiner Weise für dich zu erledigen. Deine dich liebende Anna, die es dir beweisen möchte. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Diese Anleitung führt das Zwiegespräch mit dem Herrn, der im Geheimnis der Eucharistie unter uns lebt, stammt vom heiligen Antonius Maria Claret. Der Herr spricht zu dir. Es ist nicht nötig, viel zu wissen, um mir zu gefallen. Es genügt, dass du mich sehr liebst. Sprich hier also einfach mit mir, wie du
mit deinem engsten Freund sprechen würdest. Musst du mich für jemanden um etwas bitten? Nenne mir seinen Namen und sage mir dann, was du möchtest, dass ich jetzt für ihn tun soll. Erbitte viel. Zögere nicht zu bitten. Sprich zu mir auch einfach und aufrichtig von den Armen, die du trösten willst, von den Kranken, die du leiden siehst, von den Verirrten, die du sehnlichst auf den rechten Weg zurückwünschest. Sag mir für alle wenigstens ein Wort. Und für dich brauchst du für dich nicht irgendeine Gnade? Sage mir offen, dass du vielleicht stolz, selbstsüchtig, unbeständig, nachlässig bist. Und bitte mich dann, dir zu Hilfe zu kommen, bei den wenigen oder vielen Anstrengungen, die du machst, um davon loszukommen. Schäme dich nicht. Es gibt viele Gerechte, viele Heilige im Himmel, die genau die gleichen Fehler hatten. Aber sie baten demütig. Und nach sahen sie sich frei davon. Und zögere auch nicht, um Gesundheit sowie einen glücklichen Ausgang deiner Arbeiten, Geschäfte oder Studien zu bitten. All das kann ich dir geben und gebe ich dir. Und ich wünsche, dass du mich darum bittest, soweit es sich nicht gegen deine Heiligung richtet, sondern sie begünstigt und unterstützt. Und was brauchst du gerade heute? Was kann ich für dich tun? Wenn du wüsstest, wie sehr ich wünsche, dir zu helfen. Trägst du gerade einen Plan mit dir? Erzähle ihm mir, was beschäftigt dich? Was denkst du? Was wünschst du? Was kann ich für deinen Bruder tun, was für deine Schwester, deine Freunde, deine Familie, deine Vorgesetzten? Was möchtest du für sie tun? Und was mich angeht, hast du nicht den Wunsch, dass ich verherrlicht werde? Möchtest du nicht deinen Freunden etwas Gutes tun können, die du vielleicht sehr liebst, die aber vielleicht leben, ohne an mich zu denken? Sage mir, was erweckt heute besonders deine Aufmerksamkeit? Was wünschst du ganz sehnlich? Über welche Mittel verfügst du, um es zu erreichen? Sage es mir, wenn dir ein Vorhaben schlecht gelingt, und ich werde dir die Gründe für dein Misserfolg nennen. Möchtest du mich nicht für dich gewinnen? Fühlst du dich vielleicht traurig oder schlecht gestimmt? Erzähle mir in allen Einzelheiten, was dich traurig macht. Wer hat dich verletzt? Wer hat deine Selbstliebe beleidigt? Wer hat dich verachtet? Teile mir alles mit, und bald wirst du so weit kommen, dass du mir sagst, dass du nach meinem Beispiel alles verzeihst, alles vergisst. Als Lohn wirst du meinen tröstenden Segen empfangen. Hast du vielleicht Angst? Spürst du in deiner Seele jene unbestimmte Schwermut, die zwar unberechtigt ist, aber trotzdem nicht aufhört, dir das Herz zu zerreißen? Wirf dich meine Vorsehung in die Arme. Ich bin bei dir an deiner Seite. Ich sehe alles, höre alles, und nicht einen Augenblick
lasse ich dich im Stich. Spürst du Abneigung bei Menschen, die dich vorher gern mochten, die dich jetzt vergessen haben und sich von dir entfernen, ohne dass du ihnen dazu den geringsten Anlass gegeben hast? Bitte für sie, und ich werde sie an deine Seite zurückbringen, wenn sie nicht zum Hindernis für deine Heiligung werden. Und hast du mir nicht vielleicht irgendeine Freude mitzuteilen? Warum lässt du mich nicht daran teilnehmen, da ich doch dein Freund bin? Erzähle mir, was seit dem letzten Besuch bei mir dein Herz getröstet und dich zum Lächeln gebracht hat. Vielleicht hast du angenehme Überraschungen erlebt. Vielleicht hast du glückliche Nachrichten erhalten, einen Brief, ein Zeichen der Zuneigung. Vielleicht hast du eine Schwierigkeit überwunden, bist aus einer ausweglosen Lage herausgekommen. Das alles ist mein Werk. Du sollst mir einfach sagen, danke, mein Vater. Willst du mir nichts versprechen? Ich lese in der Tiefe deines Herzens. Menschen kann man leicht täuschen, Gott aber nicht. Sprich also ganz aufrichtig zu mir. Bist du fest entschlossen, dich jener Gelegenheit zur Sünde nicht mehr auszusetzen? Auf jenen Gegenstand zu verzichten, der dir schadet, jenes Buch nicht mehr zu lesen, das deine Vorstellungskraft gereizt hat, mit jenem Menschen nicht mehr zu verkehren, der den Frieden deiner Seele verwirrt? Wirst du zu jenem anderen Menschen wieder sanft, liebenswürdig und gefällig sein, den du bis heute als Feind betrachtet hast, weil er sich gegen dich verfehlte? Nun gut, gehe jetzt wieder in deine gewohnte Beschäftigung zurück. Zu deiner Arbeit, deiner Familie, deinem Studium. Aber vergiss die Viertelstunde nicht, die wir beide hier verbracht haben. Bewahre, soweit du kannst, Schweigen, Bescheidenheit, innere Sammlung, Liebe zum Nächsten. Liebe meine Mutter, die auch die deine ist. Und komme wieder mit deinem Herzen, das noch mehr von Liebe erfüllt, noch mehr meinem Geist hingegeben ist. Dann wirst du in meinem Herzen jeden Tag neue Liebe, neue Wohltaten, neue Tröstungen finde. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb.